Ultra Street Fighter 4! Ja, servus meine Jungs und Mädels und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ultra Street Fighter 4. Ja, heute wieder mit einem weiteren Arcade-Charakter. So, wir spielen heute den lieben Zed, der sich nämlich gewünscht wurde von einem von euch. Und zwar von Yamato Reynosa, der wollte, dass ich gerne mal Zed spiele. So, dann tun wir das mal, ne? Ich habe mir mal ausgesucht, wir werden die mal in die Originalfarbe nehmen, weil die sieht irgendwie am besten immer noch aus. Die anderen sehen nicht so toll aus, die anderen Dinger, die der hat. Yuri, that power, that eye. She's no ordinary fighter. She is an untamed animal who seeks to destroy and consume all that enters her sight. And that includes me. Still, as long as I can manipulate her like a pawn in my grand game, I shall leave her to her own devices. She has altered her own body in her insatiable quest for power. She respects no law, no morality. She does whatever it takes to achieve her goals and quench her limitless thirst. In that way, she's no different from me. Of course, all of humanity walks that path, whether they admit it or not. Strip away the restrictions of law and common decency, and it becomes clear that the engine that drives humanity is their own selfish ambition. To achieve one's own goals necessitates trampling those of others underfoot. Yet mankind is all too anxious to label those who would do so as evil. What tragic irony. Humanity's defeat at my hands will serve to strengthen me. I will be baptized in the fire of their unabashed ambition and be born anew, ready to usher in a new age, free from the restrictions of artificial morality. I can then hunt down this emotionless animal for sport and put her down for good. So viel dazu, würde ich sagen. Der Zed scheint wohl ganz böser zu sein und scheint wohl irgendwie mit Yuri in Verbindung zu stehen. Oh, direkt gegen meine liebe Kami, die ich in letzter Zeit sehr lieb gewonnen habe, muss ich zugeben. Das Mädel gefällt mir. Gucken, was wir heute mit Zed machen. Ich habe mir vorher ein bisschen natürlich wieder die... Hallöchen. Ich habe mir vorher natürlich wieder ein bisschen die Tricks angeguckt. Von Zed. Und das Coole an Zed ist, der kann Sonic Boom. Und ich verstehe nicht, wieso bei Zed das Sonic Boom so leicht ist. Und bei Colonel Guile selber das so schwer ist. Bam, Junge. Zack, in die Fresse. Du bist voll der Assi. Sonic Boom. Bam, Junge. Und tot, würde ich sagen. Da ist die liebe Kami draufgegangen. Aber noch nicht ganz. Noch ist Leben in ihr. Erst beim nächsten Mal wird sie sterben. Nein, Quatsch. Natürlich stirbt keiner von denen. Man besiegt die ja immer nur, ne? Das ist ja so ein bisschen wie... So ein bisschen wie die deutsche Synchro von Naruto. Von wegen, ich besiege ihn. Dabei heißt es eigentlich nur, ich töte ihn. Und wenn ich einfach mal erzähle, mache ich einfach mal gerade fixe Super-Kombo. Oh, teleportieren können wir uns natürlich auch mit dem. Einfach nur nach unten rechts und dann einfach nur den linken Trigger drücken. Macht man hier direkt seine Teleportation. Wo ist im Übrigen auch wieder die Ultra-Kombo von ihm. Einfach nur unten links oder je nachdem in die Richtung des Gegners halt unten und in die Richtung des Gegners. Plus halt den Trigger drücken und es halt wieder die Ultra-Kombo. Relativ easy, finde ich sehr gut. Ah, verlorene Püppchen, Engländer haben dich aufgenommen. Ach, echt? Wusste ich gar nicht, dass Engländer sie aufgenommen haben. Na gut, egal. Poison, mein Schnuckiputz. Mal gucken, was die hinkriegt. Sexy, sexy, ey. Alles klar, komm her, Süße. Müssen wir mal gerade die Fresse polieren. Oh, da haut die mir direkt mal... Warte, pass auf, kann die auch? LOL, what the fuck, was habe ich denn da jetzt gerade gemacht? Das war jetzt gerade Zufall. Ich wollte nämlich eigentlich einen Sonic Boom machen und nicht eigentlich einen Shoryuken. Oh, lol, ich treffe die ja zweimal, wenn ich das mache. Bam, Junge. Der Trick ist im Übrigen auch sehr leicht. Einfach nach hinten und die Tretentaste drücken. Also nach unten, hinten und dann Tretentaste drücken. Dann macht er nämlich den. Und dann war es das für Poison, würde ich sagen. Die Tricks sind eigentlich sehr leicht bei Zed, muss man sagen. Also, er hat relativ easy Skills, würde ich sagen. Sieht auch dafür echt krass aus mit seinem Yin und Yang in seinem Bauch. Sieht sehr übel irgendwie aus. Shoryuken und dann machen wir mal gerade einen Sonic
Boom. Machen wir mal den. Bam, Junge. Ist einer meiner Lieblingstricks mit dem irgendwie. Irgendwie ist es ziemlich geil. Einmal. Machen wir mal gerade kurz die Ultra, die mir nicht gelingen will. Ah, jetzt. Irgendwie wollte sie mir nicht gelingen gerade. Na egal, wir haben es hingekriegt. Deswegen muss man mal gerade wieder das Spiel leiser stellen. Ich merke gerade wieder, das ist ultra laut auf meinen Ohren. Natürlich habe ich es jetzt nur für mich leiser gestellt, für euch natürlich nicht, ne? Ist klar. So, ich bin beeindruckt, dass eine kleine Kämpferin wie du es so weit bringt. Ja, das ist aber nicht so eine kleine Kämpferin, würde ich sagen. Na egal. June. Der gute alte June. Er möchte gern Skater. Oh man, I love a good fight. Ja, dann kriegst du erstmal Sonic Boom ins Gesicht. Ah, schade, bist du leider ausgewichen. Egal, kriegst du erstmal meinen Fuß ins Gesicht. Sonic Boom! Bam, Junge! Das ist einer meiner Lieblingstricks, echt mit dem. Absolut cool. Shoryuken! Sonic Boom! Sonic! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Ja, kein Sonic Boom! Warum soll denn das? Warte, nochmal. Aha, na also, mein Gott. Hat ja lang genug gedauert. Lol, haut mir voll die Fresse blau. Lol, ich hab zu viel mit ihm gespielt, muss ich zugeben. Mann, was ist denn los? Ich wollte nur am Husten hier die ganze Zeit, das tut mir echt leid. Auch letztens schon die Folge mit Dudley. Auch nur am Husten gewesen. Tut mir leid. Bam, Junge! In die Fresse. Geht aber auch so langsam, ne, der Kerl. Was ist los hier? In die Fresse, Junge! Lol, hat ihn nicht getroffen, weil ich ihn in der Luft getroffen habe. Wie geil war das denn? Bam, Junge! Er hat in der letzten Runde jetzt, in der zweiten Runde jetzt voll keine Chance gehabt, dafür, dass er mich in der ersten fast fertig gemacht hätte. You win! Yeah, das ist erbärmlich. Dein Wissen wird meines niemals übersteigen. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, alles klar, cool. Wieder die Stage. Hauen wir dem Auto mal ins Gesicht. Oder auf die Karosserie, wie ich immer so gerne sage. Ich würde sagen, das Auto hat es mal ganz, ganz gut erwischt. Lol, ich habe mich geportet. Es war keine Absicht. Lol, was machst du denn? Okay, es funktioniert nicht so, wie ich mir das dachte gerade. Shoryuken. Ach komm, ich mache nur noch Button-Smashing jetzt hier. Wenn ich die Scheiße hinkriege. Okay, das funktioniert nicht. Und mit Dudley war ich letztens hier schon fertig. Irgendwie bin ich dem Auto gerade nichts zufügen an Schaden. Dass er sich aber auch immer dann direkt auf das Auto begibt, ne? Irgendwie kriege ich das mit dem nicht. Was springst du, Alter? Weil dieser scheiß blöde Controller gibt mir so oft einen Zeiger. Er macht so oft, was ich eigentlich gar nicht von ihm möchte. Es ist wirklich zum Kotzen. Also mit dem Xbox-Controller empfehle ich euch, es nicht zu spielen. Holt euch den richtigen Oldschool-Controller, der ein richtiges, gutes Steuerkreuz hat. Das Steuerkreuz für den Xbox 360-Controller ist so für den Arsch. Kannst du so in die Tonne kloppen. Das ist echt der... Was hat sich da Microsoft damals dabei gedacht? Ich meine schon die Form. Das ist so Linsenkopf-mäßig ist das irgendwie. Keine Ahnung. Wie so eine Linsenkopfschraube, nur umgedreht. Ey, das ist voll zum Kotzen. Oh lol, haut die mir direkt mal rein, die Sau, ey. Ja, das ist ja die gute Cammy drunter, oder ich weiß nicht, vielleicht soll das irgendwie ein Klon von ihr sein, oder irgendwie ein Cyborg oder sowas, ich weiß es gar nicht. Ich bin da in der Geschichte nicht so drinne, als ich das weiß. Guck mal, kennst du das? Von deinem Meister scheinbar, oder? Von deinem Kollegen. Und dann gibt's nochmal... Oh lol, was hat der denn da gerade gemacht? Lol, die Bitch. Du Fotze! Shoryuken, weil ich es eigentlich nie will, dass er das tut, aber er tut es irgendwie immer wieder. In den meisten Fällen, wenn ich diese Shoryuken mache, will ich eigentlich nur, dass er einen Sonic Boom macht, aber okay. Ich bin da manchmal einfach zu schnell für. Sonic Boom!
Auf die Fresse! Bam, Junge, machen wir den nochmal! Und Sonic Boom gewonnen. Haha! Wiedersehen. Ja, mich würde mal interessieren, was mit der eigentlich ist. Die Capri. Die Capri. Ist das vielleicht... DiCaprio? Leonardo DiCaprio? Wer weiß. Cody. Ah, ich hasse Cody. Ich mag Cody nicht. Irgendwie ist der Kämpfer mir kein bisschen sympathisch. Ich mag den einfach nicht, den Kerl. Und mit seinem Fingo immer. Bingo! Das sagt der 100 Pro jetzt einmal. Mindestens... Ich wusste, dass er das sagt. Bingo! Der hat mich einmal getroffen, den Drecksack. LOL! Was mache ich da gerade hier für einen Mist? Wir verdienen jetzt erstmal. So, für den Auftakt. Shoryuken mal. Nochmal ein Shoryuken. Ich will eigentlich einen Sonic Boom machen! Ich will ein Sonic Boom machen! Na also, jetzt habe ich nur damit nicht getroffen. Ja, super. Könnte ich verlieren. Oh, Glück gehabt, dass ich nochmal nach unten geschlagen habe. hätte in die Hose gehen können. Als hat er mir gut eingeschenkt, der Drecksack. Ja, ich weiß, ich hätte meine Otakuma machen können. Hättet ihr auch mal gesehen. Aber leider habe ich da jetzt nicht mehr dran denken können, weil ich gerade zu sehr mit dem Gewinnen beschäftigt war noch. Bam, bam, bam. Und auf Wiedersehen. Erstmal den. Haha. Bester Tritt ever. Ich da hier nicht von dir besiegen, von so einem billigen... Ah, Fingo, ich wusste, dass er das nochmal macht. Ja, warte, ich habe eine Idee. Achtung, werden die Kampf jetzt so besiegen, beenden. Damit wir das hier mal hinkriegen, ey, das kann aber nicht sein. Tja, Ying und Yang ist in dem Verein scheinbar irgendwie. Das ist ein sehr komischer Charakter, dieser Set. Ich muss mal nachlesen, was mit dem überhaupt ist, was an dem so besonders ist. Der scheint ja, wie gesagt, irgendwas mit Yuri... Irgendwie mit für Yuri Verbindung zu sein, aber was genau da jetzt ist, weiß man halt auch nicht. Ich könnte irgendwie wetten, dass der vielleicht irgendwie... Na, es sah so aus, als wenn irgendwie Yuri ein Auge von ihm hätte oder sowas. Oder Yuri durch ihn irgendwie vielleicht Daten so sammelt. Er durch Yuri irgendwie Daten sammelt oder so. LOL. Ah, wenn wir das hinkriegen, jetzt werden wir nur der ganze Zeit die Schultertaste klicken. Könnte nicht hinhauen. LOL, what the fuck. Ich muss mich dabei mehr bewegen, habe ich das Gefühl. LOL. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Sehr geil. LOL. Ja, würde ich sagen, haben wir gut gemacht. War gut, nicht schlecht. Nein, warum? Naja, schade, was willst du machen? Passiert. Ich lege eh nicht so viel Wert auf diese Bonus-Stages. Vor allen Dingen, was bringen mir überhaupt diese Punkte? Die bringen mir doch sowieso nichts. Habe ich sowieso nie verstanden an Street Fighter. Bist du klein, hast du keine Angst? Ja, schon wieder, ey. Oh, letztens schon, als wir mit Dalle gegen den gekämpft haben. Der macht bestimmt auch nur wieder seine Griffe, dieser Drecksack. Ich wusste es. Der Penner macht nichts anderes, der kämpft auch nicht. Lass mich dich doch mal greifen, Alter. So, wir machen jetzt einmal den. Er macht einmal den. Echt zu viel bei dem Typen, ne? Wir machen jetzt erstmal den da. Und auf Wiedersehen. Mach's gut. Ja, der Vulkan ist wieder so geil gewesen. Der Kampf hat ihn so angetan. Der ist direkt mal gekommen. Wir sehen. Hat zwar nicht ganz getroffen, aber ist ja egal. Und dann nochmal den. Er macht wieder nur seinen Griff. Das ist voll der Vogel, der Kerl. Ohne Scheiß. Bam, auf Wiedersehen. Mach's gut. So viel dann dazu. You win!
Sich nur auf die Gunst zu verlassen wollen, ist wirklich barbarisch. Ja, so ein bisschen, ne? Gegen den Rivalen. Ja, wer ist denn jetzt der Rivale? Mich ja mal interessieren. Hakan? What? Wieso ist denn das mein Rivale? SIN-Waffen? Sons, setzt ungewöhnliche Moves ein. Jetzt übernehmen bringt mir sicher Vorteile. Interessant. Hasse Hakan, ey. Jetzt komme ich! Achtung! Hab ich jetzt erstmal richtig zu Sau. Nein. Bitte einmal den. Danke sehr. Oh Mann. Lol, das war ich ja. Lol, ich hab grad der das gemacht. Dann erstmal ein Sonic Boom. Jetzt nochmal den. Lol. Lol! Ja, natürlich, als wenn das eine unsichtbare Wand wäre. Wohl echt ein Witz, ey. Wollen wir mal den zum Abschluss und dann bist du auf Wiedersehen, weil ich kann sagen, dann bist du tot. Oh, das war Nummer 1. Come on. Ich frage mich jetzt, kämpfe ich jetzt eigentlich am Ende? Kämpfe ich jetzt auch hier wieder gegen Set? Oder wer wird das sein? Danke, dass du den machst. Dankeschön. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte eigentlich die Super-Kombo machen. Lol, what the fuck. Ich habe die in der Luft wahrscheinlich gemacht. Schon wieder? Alter, will der mich denn verarschen, der Typ? Ist ja wohl echt ein Witz, oder? Das ist der Shit, ey. Das ist echt der Shit, der Kerl. Dieser verdammte Hakan, Alter. Ohne Witz. Lol, Alter, ich habe das dreimal hingekriegt. Und man kann das wohl scheinbar wiederholen bei dem. Alter, Hakan, geh mir auf den Sack. Lol, da greift er mich einfach. Das kann aber nicht wahr sein. Da hat er mich gegriffen. Du Fotzenkind, du, ey. Mann, das gibt's ja wohl nicht. Nein, die kleinen Teammons da hinten, ey. Okay, last round. Muss einmal, oh, Alter, ich will hier den machen, danke sehr, meine Güte. Du Homo-Fürst, Ach nein, ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt kriegst du aber erstmal die hier ab, Alter. Jetzt gibt's erstmal, ja klar, er hat die letzte geblockt. Aber natürlich, jetzt macht er den Scheiß schon wieder, ich flippe aus. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mich gegen Hakan verloren, Alter. Das ist doch wohl nicht normal. Was ist das für ein blöder Wichser? Ohne Scheiß. Oh, Mann. Das kann doch wohl echt nicht angehen, ey. So ein Homo-Kind, Alter. Ja, ja, du mich auch, ey. Es ist viel Zeit, schnell zu werden, aber es wird nicht greifen. Ja, du mich auch, du Funz, ey. Achso, lol. Ich habe es gerade fast selbst beendet mit A. Alter, verliere ich gegen Hakan? Ich flippe aus. Ah ja, können wir übrigens mal die anderen Styles sehen, die er noch hat. Okay, Versuch Nummer 2. Wenn der jetzt nicht sitzt, mach ich mal wieder einen Cut, wie letztes bei Geil. Und dann machen wir das mal richtig. Ja, komm, du mir auch. Erstmal den da. Ha, hast du gedacht, wa? Alter, ich hasse diesen Typen. Ah, ja, ist gut, ey. Mit seinem scheiß Griff, Alter. Ja, natürlich! Erstmal den da noch ins Gesicht. Ja, am besten jetzt nicht mehr springen.
Ich merke mir das jetzt mal, wenn er auf Ultra-Kombo ist, springe ich am besten nicht mehr. Also ich versuche es zumindest. Ja, da stimmt mir das Nilfett dann hinzu. Es ist derselben Meinung. Erstmal den. Wiedersehen. Aber krass, wie viel Ultra-Kombo der schon kriegt, nur wenn ich ihm Dingens mache hier. Nur wenn ich ihm meine Super in die Fresse haue. Das ist der Shit. Zack, und auf Wiedersehen. Ja, na also. Leute, jetzt war der voll leicht auf einmal. What the fuck? Ich habe gerade eben zweimal gegen ihn verloren und jetzt habe ich ihn innerhalb von zwei schnellen Runden einfach mal gekillt. Na, komisch. Manchmal verstehe ich das sowieso nicht so ganz. Egal, was soll's. Wir haben gewonnen. Ja, so. Wie kämpfen wir jetzt? Lol, Z gegen Z. What the fuck? Okay, alles klar. Z gegen Z. Ich kämpfe gegen mich selbst. Derselbe Satz? Ja, du bist nicht weit gekommen. Du mir auch. Lol, mach deinen auf Dalsin. Ich glaube, es hackt. Ja, hast du gedacht, wa? Mach deinen auf Dalsin, Alter. Also man kann ja relativ gut auseinanderhalten, wer ist, da ich das Kostüm nochmal gewechselt habe gerade eben. Lol, Alter, wie geht denn das? Wie mache ich das, dass ich das fünfmal hintereinander mache? Das ist echt der Shit. Ich werde dafür jetzt nicht mehr eine Super-Kombo hier machen, für den kleinen Wichs, den er noch hatte. Er hat einen Schlag noch gereicht. So, ja, du mir auch. So. Alles klar, zweite Runde. Macht er wieder nur den Müll? Kann ich aber auch, ja. Muss er nicht. Leute, da blockt er erst komplett. Dieser Homo-Fürst, Alter. So, ich bin es ja dann selber auch quasi. Alter, ist gut. Erstmal den dann. Leute, macht er das auch bei mir, der Drecksack. Egal, pass auf, warte. Ich hab eine relativ gute Idee, pass mal auf. Ich hab eine relativ gute Idee. Mach den einfach auch nochmal. Sonic Boom. Oh, lol. Mist, da hat er mich gegriffen, die Sau. Jetzt nochmal den. Schade. Hat er den Griff geblockt. Ah, klar, natürlich, dass er noch einen Shoryuken hinkriegt. Aber jetzt habe ich ihn. Wiedersehen. Gewinnt. Gewinnet. Jo, Leute, das war Set, ne? Würde ich sagen. Set. Mit Set natürlich. Sehr gut. Unsere Herkunft mag gleich sein, aber ich bin dir im Umlichtjahre voraus. Show yourself, Jury. Shadaloo murdered your parents and took your eye, but they are no more. Are you through with your foolish games now, woman? Let's just say I'm almost through. If you're planning to take down me as well as Bison, I'm afraid you've overestimated yourself. Or perhaps you've just come here to test me. Nah, I'll pass. I get the feeling I'll have more fun working for you. Really? Then do what you will. I certainly hope I live up to your expectations, my dear. Interessant. Ja. Gut, dann war das für heute, hier Street Fighter und so, ne? Nee, Quatsch. Also, das war's für heute auf jeden Fall bei Street Fighter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das alles fandet. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Game over. Okay, und da gibt's nochmal die Super. Die habe ich mir nämlich angeguckt vorher. Bei Dudley. Das ist so eine Standard-Kombo ist das.
Ich zeig dir, wie stark ich bin. Na, dann versuch das mal. Aiden. Nicht Aiden. Aiden, sogar. Come on, come on. Ja, ja, du mich auch. Zack, Junge. Voll erwischt. Bam, Junge. Das war eine Kombo, die ich zufällig gerade hingekriegt habe. Oh, Alter. Warum macht er die Superkombo nicht? Alter, ich habe fünfmal die Superkombo gedrückt. Der hat die nicht gemacht, ne? Kein Scheiß.